Ja, Freunde, willkommen im neuen Silent Hill Part. Ich möchte jetzt langsam aber sicher mal mit dem Wassergefängnis hier aufräumen. Ich will in den Geheimraum hinter der Küche. So, da muss ich aber... alle blutigen Betten in eine Richtung. Da ist eins. Okay, merken. Ja. Das passt doch sogar. Das passt doch sogar. Da ist ein blutiges Bett mit Loch. Ach, natürlich passt es. Hier gibt's ja... Bin ich doof. In 1F gibt's ja keine Kurbel zum Drehen. Ich muss das so machen. Das heißt... Ja, dieses Loch, dieses hellgraue, das müssen wir benutzen. Da müssen alle drei Betten drüber. Oben rechts ist es. So, hier ist natürlich jetzt kein blutiges Bett. Ist hier ein blutiges Bett? Da ist zwar ein Loch, aber kein blutiges Bett. Ebenfalls Loch ohne blutiges Bett. Halt! Ne, da ist nur Blut, aber kein Bett. Und auch kein Loch. Da ist es. Ich muss es 1, 2, 3, 4 Mal im Uhrzeigersinn drehen, also nach rechts. Rechts drehen. Rechts drehen. Das zieht sich jetzt etwas, das macht aber gar nichts. Wir haben ja Zeit. Oh, Freunde, es wird interessant. Ich bin mal richtig gespannt, wie sich die Geschichte hier weiterentwickelt, weil ich habe es ja am Anfang vom Projekt gesagt, es ist für mich sozusagen ein Semi-Blind. Ich weiß nur noch, wie die Levels circa in etwa aussehen, aber ich habe null Ahnung mehr von der Story und von gar nichts und es ist einfach schon Jahre her. Jo, passt. Das sieht auch gut aus. Jetzt müssen wir nur noch 3F in den Griff kriegen. Alles klar. Hinauf. So, lass mich raten. Hier ist natürlich nichts. Genau. Warte mal, hier ist ja noch ein Loch. Können wir gleich mal gucken. Ein blutiges Bett. Das heißt, einmal nach rechts drehen. Komm, geh her. Leg Attack. Na, hallo? Eins, zwei, drei, Licht fällt rein, passt. Das müsste soweit jetzt passen. Hoffentlich haben wir nichts getrennt. Ach Quatsch, ich muss da doch gar nicht mehr durchspringen. Ich dürfte doch jetzt schon Licht haben. Gibt hier einen Schlüssel? Ah ne, das ist ein Löffel. Es geht ja voraussichtlich nur... Ja, es ist hell. Genau das, was ich wollte. Licht scheint durch. 0... 3, 0, ups, 2. What the fuck?
der 8. 18121. Scheiße, Andrew hat's erwischt. Das gefällt mir nicht, Freunde. Draußen wird's dunkel. Na. Ein Hasenballon. Silent Hill 3 Hase lässt wieder grüßen. Hihihi, cool. Scheiße, da hat's Andrew erwischt. Erstmal gucken, ob es an der Tür was Neues gibt. Jo, um das Geräusch kümmere ich mich auch gleich. Steckt ein fetzenrotes Papier. Ich habe etwas gefunden, das gegen die Geister sehr wirksam ist. Es hat mir das Leben gerettet. Es steckte in dem großen Felsen im Wald in der Nähe des Waisenhauses. Es ist eine Schwertklinge mit einem handgemachten dreieckigen Holzgriff, auf dem eine Art Zauberspruch steht. Als Waffe ist es schwer und sperrig, aber irgendwie scheint es sich durch die Kraft der Geistopfer zu ändern. Schlag zu, wenn das Schwert energiegeladen ist. Was? Wenn du ihre Kraft nicht reduzierst, werden deine Angriffe abgewehrt. Aha. Soweit ich weiß, gibt es nur 5 Schwerter mit dieser Kraft. Ach, die Dinger meint der. Ja. Alles klar. Damit kann ich Geister auf dem Boden festnageln. Also Victims. Die dritte Hand. Hallo Hausmeister. Dein Name weiß ich gar nicht mehr. Was macht ihr denn für ein Terz? Ist das hier drin? Sah es hier schon immer so ungeordnet aus? Ist das meine Dusche? Es ist meine Dusche. Da schreit doch jemand. Dieser wassergefüllte raus an einem zylindrischen Wassergefüll. Wow. Das Ding wird immer größer. Holy moly. Nee. Wir gucken jetzt erst nochmal nach dem Walraus, Baby. And now the news. In Washington, a gathering of 200,000 people appealing for stricter gun control laws in the wake of a spate of violent shootings throughout the country turned tragic when shots were fired into the crowd. 2 people were killed and several wounded, including a 3-year-old child. At this moment, no suspects have been found. Police are investigating the source of the shots. Okay. Ich leg den mal ab. Der ist mir ein bisschen komisch. Die Tafel lege ich auch ab. Und ja. Munition ist durchgeladen.
Dann können wir die Kugeln auch mal ablegen. 7. Wow. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Gehe ich in diesem Part noch in die neue Welt? Ja, ich glaube schon. Was labert der für ein Scheiß? Ey, mit dem Typ stimmt doch was auch nicht. Also. Das hast du mir zukommen lassen. Ich glaube, das ist ein bisschen durch den Wind. Mit Blut befleckt kann es nicht lesen. Notiz des Hausmeisters. Na toll. Habe ich nicht noch irgendwas im Kühlschrank, um den Scheiß hier mal sauber zu machen? Gefrierfach gibt's nicht. Okay. So, stalken wir nochmal bei Aileen schnell rein. Nichts Neues. Gut, Freunde. Ich tue euch den Gefallen noch. Ja. Ich bin heute mal so freundlich. Ey, mein ganzes Klo und Bad ist voll gesifft. Na komm. Das Loch ist jetzt noch größer. Dringen viele Geräusche heraus. Na dann. Nee, Leute.
Gefällt mir nicht, so eine Häuserschlucht gefällt mir ganz und gar nicht. Da ist eine Tür. Da ist Licht, aber da kommt ja kein Schwanz hin. B1, gut. Naja, wo wir hier sind und wie es weitergeht. Storytechnisch vor allem. Gibt's beim nächsten Mal. Euer Sluxy, ciao.